sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Abgeordnete dieses Hauses, werte Damen und Herren. Die Wertschätzung gegenüber Lehrkräften in Baden-Württemberg ist praktisch gleich null am Ende und das wegen Ihnen, ich meine Sie, die grün-schwarze Landesregierung. Die grüne Ideologie und das schwarze sich unterordnen haben das Interesse und das Vertrauen an einem der wichtigsten Berufe in unserem Land zerstört. Und das ist nicht nur mein persönlicher Eindruck. Das belegen Studien, Umfragen und Statistiken und vor allen Dingen auch persönliche Gespräche mit Eltern und Lehrern untermauern diese Sicht der Dinge, diese meine Sicht der Dinge. Und ich erinnere ganz besonders diese Fraktion hier an die Untersuchung der Konrad-Adenauer-Stiftung aus dem Jahr 2019. Das Ergebnis ist erschütternd und besorgniserregend. Die Gruppe von Lehrern sind die großen Verlierer dieser Untersuchung. Der einst ehrenwerte Berufsstand der Lehrer hat am meisten an Vertrauen und Wertschätzung verloren. Knapp die Hälfte der Befragten, 42%, gaben an, dass sie früher eine höhere Anerkennung gegenüber unseren Lehrern besaßen. Nur noch jeder siebte der Befragten ist der Auffassung, dass der Respekt, die Umgangsformen gestiegen seien. Dieses Ergebnis ist ein Debakel. Und daher sage ich Ihnen an dieser Stelle glasklar und unmissverständlich, Sie, die schwarz-grüne Regierung, haben dies zu verantworten. Und meine Damen und Herren, mit unserem Gesetzentwurf schaffen wir eine Grundlage für Hoffnung und für Perspektive zur Besserung. Es geht um den nahtlosen Übergang vom Ausbildungsverhältnis in den Dienst. Auf Probe, versteht sich. So schaffen wir die notwendige Wertschätzung für den Lehrerberuf und natürlich auch für die finanzielle Grundlage unserer Junglehrer. Schluss mit der unwürdigen Praxis der sogenannten Sommerarbeitslosigkeit im Lehreramt. Wir sprechen von einer Planungssicherheit für die Mentoren unserer Kinder. Lehrer sind die Grundlage für die Begeisterung, für das Wissen unserer Kinder. Und Sie zitieren oder nennen doch sehr gerne hierhin diesen Satz: Auf den Lehrer, auf den Unterricht kommt es schließlich an. Es ist an der Zeit, dass ausgebildete Lehrkräfte nach dem erfolgreichen Bestehen des Staatsexamens fest eingestellt werden. Und nun kommen wir zur bitteren Wahrheit. Die grüne Kultusministerin Frau Schober ist der Auffassung, dass unsere Lehrkräfte erst mit Schulbeginn Mitte September benötigt werden. Kann das wahr sein? Sicherlich nicht. Dass sich Lehrer über den gesamten Sommerferien in den Urlaub verabschieden, behaupten doch nur diejenigen, die den Lehrerberuf nur vom Hörensagen her kennen. Sehr geehrte Frau Schober, Sie irren sich, wenn Sie glauben, dass die Vorbereitungen erst am Vorabend, am letzten Ferientag beginnen. Diese Sicht ist schlichtweg falsch. Ihr Kurs ist falsch. Sie sparen da beim Falschen. Lehrer wissen bereits lange vor dem offiziellen Schulbeginn, mindestens 14 Tage, nämlich Ende August, welche Klassen sie übernehmen müssen oder dürfen, an welcher Schule sie eingesetzt werden. Und deshalb nutzen sie sehr wohl die unterrichtsfreie Zeit, das ist die präzise Definition, kein Urlaub, die unterrichtsfreie Zeit für Vorbereitungen. Im Besonderen gilt es natürlich für junge Kollegen. Sie fangen nicht erst an, wenn die Schule offiziell beginnt mit dem Läuten morgens. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt betrifft die finanzielle Seite. Für die Lehramtsanwärter endet die Ausbildung nach der zweiten Staatsprüfung. Das heißt, sie befinden sich von Mitte Juli bis Mitte September mit ihrem Gehalt in einer finanziellen Spannungssituation, will ich mal sagen. Das ist keine Wertschätzung, das ist das krasse Gegenteil. Eine Firma könnte sich das nie leisten und würde es auch nicht tun. Wenn Daimler oder Bosch dergleichen machen würden, ich wüsste nicht, welch ein Aufschrei hier durchs Land gehen würde. Ich sage Ihnen, was Sie mit den jungen Leuten machen. Sie treiben diese jungen Fachkräfte, die wir doch überall dringend suchen, in Abhängigkeit, in die Armut. Sie machen sie jedenfalls zu Bittstellern beim Jobcenter. Oder sie bemühen sich dann, dass diese in einem anderen Bundesland eine höher wertgeschätzte Stelle bekommen.
aus meiner Region, Karlsruhe, Landkreis Karlsruhe, ist er nicht weit nach Speyer oder nach Hessen. Und das ist beschämend. Denn die laufenden Kosten des Lebensunterhaltes, Krankenversicherung, der volle Kühlschrank, müssen ja bekanntlich weiter bezahlt werden. Und genau diese jungen Leute lassen sie im Stich. So geht die grün-schwarze Landesregierung mit den jungen Nachwuchskräften, dass sie selbst ausgebildet haben, die wir selbst bezahlt haben, um. Und ich sage Ihnen, das ist erbärmlich. Für die Corona-Maßnahmen haben wir alle Sie alle in die Tasche des Steuerzahlers gegriffen. Aber bei dem Nachwuchs, den pressen wir aus wie eine Zitrone. Und das ist einfach unwürdig. Meine Damen und Herren, damit wird der Berufsstand für junge Lehrer völlig unnötig erschwert. Sie zerstören damit Antrieb und Motivation der Pädagogen. Und ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass wir das Image unserer Lehrer wieder aufpolieren können. Und im Übrigen, Frau Kultusministerin, empfehle ich Ihnen, mein Buch zu lesen. Der treffende Titel lautet »Deutschland steht Kopf«. Auf Seite 115 gehe ich auf die Fehler grün-schwarzer Bildungspolitik im Detail ein. Ich bin so frei und darf zitieren: »Moralismus«. Hören Sie ruhig ernsthaft zu, da gibt es nichts zum Feixen. Moralismus statt fachlicher Kompetenz prägen inzwischen sowohl den Unterricht als auch das Handeln der linken politischen Elite. Und genau da liegen die Wurzeln aller Probleme in der Bildungspolitik. Es sind genau diese grünen Träume, und Träume sind bekanntlich Schäume, die dazu geführt haben, dass das Bildungsniveau in den letzten 20 Jahren, und das haben Sie doch hier Ihnen selbst schon 100-mal beklagt, stetig im freien Fall ist. Vielleicht sind es auch 25 Jahre, Sie mögen ja recht haben. Stetig ging es bergab. Und wir, die Alternative, wollen wieder eine Kultur der Leistung, des Könnens in den Schulen schaffen. Und die Voraussetzung ist neben einer hohen Motivation natürlich auch eine finanzielle Sicherheit, Anerkennung. Schluss mit der Wognes. Statt Verstand und kritischem Nachdenken herrschen derzeit Lähmung und Beeinflussung in den Schulen. Befreien wir deshalb Baden-Württemberg aus dem Würgegriff der grünen Ideologie. Es ist Zeit für eine Kultur der Leistung an den Schulen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.